Die Tür wird sich nicht öffnen, es sei denn, der ersten Klasse Evakuierungsanweisung. Okay. Dann benutzen diese Leiter hier. Dann müssen wir eine Evakuierungs Ordnung der ersten Klasse ausrufen. Ich glaube, jetzt könnten wir die Bretter gebrauchen. Wieder einmal. So. Nehmen wir sie und hoffen, uns erwartet nichts Schlimmes. Geht sogar auf, obwohl oben ein rotes Licht brennt, geht die Tür auf. Mal sehen, was wir hier treffen. Ein Zombie schon mal. Oh, der steht immer auf. Jetzt aber. Nein. Nein, ich weiß, es ist. Ja. Ich glaube, vor die Beretta, ist mir schon klar. Aber ich will dich auch kombinieren mit der Beretta. Oh. Na, na, na. Wo wollen wir hin, mein Freund? Ah, ja, da kann ich ja nichts machen. Noch in ein Stück. Was haben wir hier? Eine dritte MO-Disk. Sind anscheinend jetzt der letzte Trainer dieser MO-Disk. Was haben wir hier? Nichts. Das ist einfach nichts. Was haben wir hier? Chronisch versiegelt. Visual Data Room. Was auch immer das dann zu bedeuten hat. Hier sind wir dann in B2 schon mal. Wobei ja B1 sind B2, so wahrscheinlich heißt das Basement 1, Basement 2. Mal sehen, was wir noch hier so haben. Diese Zombies da, diese ohne Haut mehr, die sind glaube ich nicht ganz. Passcode Panel. We don't have the right passcode. Okay. Habe ich halt nicht das richtige Passwort. Elektronisch versiegelt. Aber hier können wir rein. Was haben wir hier? Erstmal dunkel. Machen wir erstmal Licht an hier. Ah. Okay, schon viel besser. Hier ist ein Schreibtisch. Was ist das? Researcher's Letter. Ich glaube, das ist jetzt wichtig. Dear Ada. Woher kommt mir dieser Name nur bekannt vor? Ich weiß ja nicht. Ada, by the time you read this, I'll be something different. Today's test turned out to be positive. Just as I said, just as I expected. I feel like going crazy when I think about becoming one of them. Ada, you're not infected and I hope you never will be. In case you're the last one left, take the material in the visual data room and go to the power room to operate the
triggering system before you escape and make all this public through the media. If everything is in order, all of the locks can be opened by the security system. You can access the system if you log in with my name from the terminal in the small lab and enter the password. The password is your name. To lock the door at B2, where the visual data room is located, you need to access with our name first and then enter another password. If I've written the code below, I'm sure you understand it easily, and this is my last hope. If you find me completely changed, please kill me yourself. Password. Yeah. Dear John. Das ist jetzt nicht mehr. John? Ada? What the fuck is going on? Okay. Was haben wir denn hier? Something is written on the picture. Ja. Schön. Das können wir nicht lesen. Machen wir mal das Licht aus. Nee, ich hab's gerade ausgemacht. Okay, da muss ich noch was ausmachen. Machen wir es nochmal an. Denn natürlich ist das Passwort natürlich nicht so einfach einzugeben, da. Entweder war es hier oder wir müssen dieses Regal beiseite schieben. Ja, da ist noch was. There is a switch. Will you push it? Yes. So grün hier. Okay. Tree, Apple, Man, Woman. Okay. Ist ja einfach zu verstehen. Hab ich einen Zettel irgendwo liegen hier? Hab ich nicht. Was hatten wir da nochmal auf diesem Pfeil stehen von John? Also so ein komisches X andersrum halt, dann so anders noch sowas, so ein halbes M und dann ein ganzes M. Merken wir uns das mal. Und dann machen wir mal das wieder aus. Dieses blaue irgendwas Licht hier. So, dann schauen wir mal. So, wir finden auf jeden Fall schon mal dieses halbe M und das ganze M. Das heißt LE. Weil es ist ja hier Apple. Das ist das Water Apfel. Okay. Dann haben wir dieses komische XM da. Das ist das hier unten. Hier haben wir es einmal und da haben wir es nochmal. Ich zeige jetzt mit der Hand drauf, aber ihr seht das natürlich jetzt nicht. Das heißt also Man. Ja, das heißt M. Das ist also dieses XM ist das richtige M. Dann ist das andere, das ist O. Das heißt jetzt Mo. Mole. Okay, Mole. Das hat doch. Hat das jetzt irgendeinen Sinn gemacht, Mole? Was ist Mole? Na gut, das muss ich auf jeden Fall irgendwie zum Raum, wo wir das eingeben können.
Nie King is my life. Ah, scheiße. Ja. Geh weg von mir, du. Was auch immer du bist. It's locked from the inside. Power room. Doors tight locked. Da können wir rein. Oh. Hi. Okay, hier sind wir jetzt. Wo? Fragezeichen? Ist schon mal nichts Besonderes. Proben hier vielleicht. Hier liegt was am Boden. Slides, also eigentlich die ja sind das Slides. So, und hier ein PC, ein Computer. Dann müssen wir mit dem ja mal diese elektronischen Dinge aufmachen. Oh mein Gott, Umbrella, Bildschirm, Computer und sogar nur alles von Umbrella. Es fährt hoch. Ja, toll eigentlich. Ja. Ah, ja, Login. Was war Login? Ich glaube, das war John, oder? John. So. Enter. Password. Das war, glaube ich, Ada. R-D-A. Und Enter. B2. Assessing. Permission denied. Try enter password. Das müsste jetzt dieses Mole sein, was wir da haben. Also Mole, was auch immer das heißen soll. Oder Mole. Verified. Yeah! B2 ist unlocked. Dann noch B3 bitte. Auch wenn wir nicht wissen, was das eigentlich so heißen soll. Assessing. Yeah! So. Unlocked. Gut. Ja, melden wir uns ab. Überraschend schnell kann das Ding runterfahren. Und jetzt müssten wir oben reinkommen, ja, in den Raum da. Also einmal, das ist ja einmal hier ein kompletter Rundgang. Wo sind wir energiemäßig? Ja, gelb, aber ich kann auch nichts mehr. Kann die Kräuter da nicht mitnehmen? Das geht nicht. Also, was könnten wir hier rein? Haben wir hier einen Riegel jetzt? Was haben wir hier vor? Erstmal nicht sehr viel. Ein Intercom, it doesn't not seem to be operative. Also, es läuft nicht. Da ist ein Konferenzraum hier. Hier ist was, was ist das? A panel, will you open it? Yes. Schalter, gut, drück mal den mal. Oh. Was haben wir denn da?
Oh, ja. Schlüssel. Der hat genau das Zeichen gehabt wie in der Tür. Das könnte auch wichtig sein. Das hier sieht ja aus wie ein Dia-Projektor. Mal gucken, ob wir da unsere Dias verwenden können. Könnte ja sein. Umbrella Inc. Bio-Weapon Materials. Bio-Organic Weapons Official. Official. Office. Official Report. MA-39 Cerberus. FI-3 Neptun. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Blank. Lass uns hinschauen. Bioweapon Research Institute R&D Stuff. Also der Rechte da, der kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß ja nicht, wer könnte das denn sein? Blonde Haare, Sonnenbrille. Wer ist denn das? Ja, keine Ahnung. Der ganz links, der sieht aus wie der aus dem Resident Evil Film. Ich glaube, der in dem, ja, der jetzt rechts von dem ganz links, das ist der William Birkin, glaube ich, dann in der Mitte dazwischen den beiden da. Ich bin mir nicht sicher. Wie das mit anderen der Sonnenbild ist, das weiß ja natürlich kein Mensch. Ich weiß auch nicht, wer könnte das sein. Kommt mir bekannt vor hier, den Chris auch, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie können die nicht zuordnen. Ja, wer könnte das denn sein? Sind immer noch hinterkommt, das niemand hier. Ja. Mal sehen, ja gut. Haben wir hier noch irgendwas im Regal hier? Ah, Security System. Helicopter Power. Executive and Government Officer only and Helicopter Power. This restriction may not apply in the case of an... Excellent! No one is allowed to enter unless they are attended by a researcher's consult or security director. All others will be shot on sight. The elevator stops during emergencies. Visual data room is within the control of Special Researchers Division. Keith Aring, the room manager, is designed to have jurisdiction over room usage. Prison. St. Damien Division controls the usage of the prison. Consult researchers E. Smith, S. Ross und A. Wesker must be present if virus is used. Wesker, wo habe ich den Namen denn schon mal gehört? Vor allem A. Wesker. Das wird doch nicht unser Captain sein. No one is allowed to enter useless the present all passcode documents. Passcode documents must be created on the specific output machine by the chief researcher of each block. Only headquarters supervisors may enter. This restricted may not apply if the consult researcher has received special instructions. Power room also. Passcode output machine. No one is allowed to use the passcode output machine but the chief researchers. Top secret. Mr. Basement level 4. Regarding the progress of Tyrant after the use of T-Virus, remaining document is unreadable. Okay. Langsam wird es seltsam. Ich meine, das wäre so eine Passcode-Maschine. Könnte mich natürlich auch irren, aber... Es passiert nicht selten, dass ich mich... Also ich irre mich relativ selten, aber so. Können wir... Hier rein, hoffe ich. Hier müsste ja das Basement Level 3 sein dann, wenn wir nicht das so richtig
einen Ordner und da war ja hier noch ein Raum, den wir nicht aufmachen konnten, weil der verschlossen war. Jetzt können wir aber hier rein. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Geste, weg hier! Jetzt können wir mal was nehmen. Okay, wir stellen fest, das wird mit der Pistole nichts, das sind zu viele. Da brauchen wir etwas Stärkeres. Und zum Glück haben wir ja hier noch eine Kiste irgendwo davor gehabt, wo wir uns ausrüsten können mit einer Schrotflinte. Die würde mit so viel geht natürlich im Schlaf fertig. Ja, also das kann ja weg hier. Machen wir noch Folgendes. So. So. Hier die Shells, hier die MO-Disk. Hier dann noch eine MO-Disk, dann das erste Hilfespray und dann noch der Schlüssel, der Lab Key. Können wir denn untersuchen, den Lab Key? Strange Mark is craved here. P-Room Key, Power Room Key, also Schlüssel. Da dürfen doch nur irgendwelche Wissenschaftler rein, habe ich gehört, ne? Jetzt können wir es auch so. Ja, Pech, wenn uns sowas halt in die Hände fällt, dann nehmen wir sowas auch mit. Ja, irgendwie müssen wir mal irgendwie an die Kiste, wenn wir dann nochmal unser dritter Unterscroll müssen, weil wir brauchen ja drei Passwörter, um in die Richtung von dem